Die oberösterreichische Bauwirtschaft steckt in einer Krise. Doch wie schaut es bei uns im Müllviertel aus? Sind die Arbeitsplätze in Gefahr? Kann man den Gerüchten Glauben schenken? Wir fragten nach beim oberösterreichischen Marktführer Wim Bergerhaus. 17% mehr Arbeitslose im Vergleich zum letzten Jahr. Steckt die oberösterreichische Bauwirtschaft in einer schweren Krise? Wir fragten im Bezirk Freistadt nach, wo viele Betriebe der Branche angesiedelt sind. Ja, die Baubranche hört man zumindest, dass es österreichweit und Oberösterreich ein bisschen schwächelt. Im Bezirk Freistadt kann ich das überhaupt nicht bestätigen. Also wir haben heuer gleich viele Arbeitssuchende in der Baubranche wie voriges Jahr. Es ist sogar so, dass im September mehr Personen aus der Baubranche zu arbeiten begonnen haben als im Vorjahr. Das ist eigentlich eine positive Entwicklung. Vielleicht sogar aufgrund der steigenden Mitarbeiterzahl bei Wim Bergerhaus. Der Marktführer der Branche stellte heuer 15 neue Mitarbeiter ein, 11 davon aus dem Müllviertel. Für mich beruht die Marktführerschaft auf 4 Säulen. Das heißt, der Franz Wim Berger hat vor 32 Jahren eine Idee gehabt. Er hat die Idee gehabt, Häuser für Kunden zu planen und zu bauen. Und er ist auf dieser Sache draufgeblieben. Und in dieser Sache ist er immer wieder besser geworden. Das heißt, er hat sich da spezialisiert. Die zweite Säule hat es relativ schnell erkannt, dass den Erfolg die Mitarbeiter bringen. Er hat die Leute für die Region, für die Idee begeistern können. Er hat die besten Mitarbeiter gewinnen können und hat auch geschaut, dass die Mitarbeiter Erfolg im Unternehmen haben, damit sie sich da wohlfühlen. Ja, der dritte Grund, warum wir Marktführer geworden sind, ist sicherlich, dass wir ein Mitarbeiterbeteiligungsmodell haben seit mehr als 20 Jahren. Man liest sehr viel in den Medien von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen. Aber unsere Mitarbeiter verdienen sehr gut am Erfolg des Unternehmens. Das motiviert sie und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir Marktführer sind. Und viertens das Vertrauen, das die Kunden in das Unternehmen haben und die Geschäftsführung in die Mitarbeiter. Der größte Arbeitgeber im Bezirk Freistadt setzt voll und ganz auf seine Belegschaft. Wim Bergerhaus hat 250 Beschäftigte, davon 28 Lehrlinge. In einer eigenen Lehrlingsakademie werden sie zusätzlich geschult, trainiert und auf das Leben vorbereitet. Wim Bergerhaus, also ein verlässlicher Arbeitgeber im Bezirk Freistadt, der mit vielen Partnerbetrieben aus der Region zusammenarbeitet. In der Region sind wir ein großer Arbeitgeber und nicht nur durch uns ist eine dementsprechende Wertschöpfung in der Region gegeben, auch durch unsere 150 Partnerfirmen und Lieferanten, die jeweils aus den Regionen kommen für unsere Standorte und dementsprechend dann auch die ganze Nacharbeit, es geht ja bis zum Tischler, bis zum Maler, bis zum Gärtner, auch wieder Arbeitsplätze geschaffen werden, wann Häuser gebaut werden in der Region. Und nach all den Informationen die Frage, wie geht es der Baubranche in Oberösterreich aus der Sicht des Marktführers? Es gibt in der Baubranche ungefähr 36.000 Firmen in dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe. Insgesamt ist zu wenig Arbeit da für diese vielen Firmen. Es gibt viele Firmen, die schreiben Verluste. Im Bauhaupt- und Baunebengewerbe gibt es ungefähr an die 500 Konkurse. Und jene Firmen, die Gewinne schreiben, schreiben Gewinne zwischen 1-3%. Das heißt, wenn der Kunde 100 Euro bezahlt, dann bleiben den Baufirmen 1-3 Euro über. Das ist einmal die Realität, das ist ein schwieriges Marktumfeld. Wim Bergerhaus trotzt jedoch der Krise. Das Bauunternehmen ist weiterhin auf Erfolgskurs. Wir haben 11.000 zufriedene Kunden, die uns weiterempfehlen. Das ist ein Garant, dass man leichter zu Aufträgen kommt. Wir haben eine Eigenkapitalquote von 46%. Der Schnitt in der Baubranche liegt ungefähr bei 19%. Wir sind schuldenfrei. Diese 5 Standorte sind alle aus Eigenmitteln finanziert worden. Wir sind jedes Jahr gewachsen. Wir haben per Stand wieder um 5 Millionen mehr verkauft als letztes Jahr. Das sind alles Hard Facts, wo unsere Mitarbeiter darauf vertrauen können, dass sie auf einen sicheren Arbeitsplatz vertrauen können. Ich kann das auch so offen sagen, weil wir sind ein prüfungspflichtiges Unternehmen. Wir müssen unsere Bilanzen offenlegen, prüfen lassen, das kann man alles nachschauen. 2013 übernahm der Sohn von Franz Wim Berger das Unternehmen. Dank der mehr als guten Vorarbeit des Gründers führte er Wim Bergerhaus vorbildlich weiter und hat sich für die Zukunft viele Ziele gesteckt. Ich habe schon noch einiges vor. Der Markt gibt sehr viel her, wir haben sehr viel Potenzial noch und dementsprechend verfolge ich nach wie vor unsere Wachstumsstrategie, die wir schon vor 10 Jahren gegründet haben und die auch mein Vater schon verfolgt hat. Und rein strategisch würde ich nichts ändern, aber wir werden den Markt ausbauen, wir werden schauen, dass wir in Niederösterreich stark werden, wir werden auch den Heimmarkt verstärken noch.
Es steht auch der Bau von der Firmenzentrale einmal an. Das heißt, da ist da finde ich gerade jetzt die Grundstücksabtretungen finden statt. Das wird nächstes Jahr wird der Rad- und Gehweg und der Linksabzweiger wird gebaut. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir die Firmenzentrale in Lassberg neu bauen. Das wird in den nächsten Jahren dann auch auf uns zukommen. Und da freue ich mich schon natürlich, dass ich die Mitarbeiter dann wieder einen adäquaten Arbeitsplatz bieten kann. Seit der Gründung 1983 hat Wim Bergerhaus für tausende Familien den Traum vom Eigenheim verwirklicht. Doch nicht nur das, denn einen sicheren Arbeitsplatz zu haben in einem Unternehmen, wo Mitarbeiter hochgeschätzt werden, ist ebenso viel wert wie ein stabiles Zuhause.